Hey und herzlich willkommen bei Search One, dein Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und in diesem Testbericht und Mega-Tutorial geht es um das Key-Theme von Code Interactive. Das Key-Theme ist vergleichbar mit OceanWP, das wir ausführlich im letzten Video getestet haben. Auch Key funktioniert am besten zusammen mit Elementor und es reicht die Elementor-Free-Version. Am besten schauen wir einmal durch die Feature-Seite, was uns das Key-Theme alles so bietet. Ganz weit oben steht die Performance. Kleine Dateigrößen, sauberer Code und eine hohe Page-Speed. Das sollte heutzutage bei jedem Theme ganz weit oben in der Feature-Liste stehen. Es ist sehr gut, dass das Team auch tatsächlich testet, wie schnell das Theme ist. Werte über 90 sind bei diesen Tools hier wirklich sehr gut. Es gibt sehr umfangreichen Support für Header und Footer. Schon die kostenlose Version hat enorm viele Features und ich freue mich darauf, hier die Premium-Features auch einfach alle mal auszuprobieren. Das wird ein Mordsspaß. Es gibt jede Menge unterschiedlicher Layouts. Auch hier wieder eine Menge Holz in der kostenlosen Version und ein paar nette Erweiterungen für die Premium-Version. Die Typografie lässt sich auch bis ins letzte Detail konfigurieren. Sehr viele Möglichkeiten bei der Blockgestaltung. Es sieht so aus, als bräuchten wir für unser Beispielprojekt ohnehin fast nur die kostenlose Version, weil die schon sehr featurereich ist. Wie immer haben wir natürlich keine Kosten gescheut und die Premium-Add-ons lizenziert. Unser Beispielprojekt hat keinen Shop, aber hier gibt es natürlich auch Support. Und der Portfolio-Bereich ist sehr populär beim Key-Theme. Eines der Hauptfeatures, also werden wir das auch mal ausprobieren. Was die Kosten für das Key-Theme betrifft, so sind die auch sehr attraktiv. 50 US-Dollar jährlich, wenn du nur die Add-ons lizenzierst. Und wir haben das Key-Theme selbst und die Add-ons lizenziert für 79 Dollar jährlich. Wir haben also alles das hier und darüber hinaus auch diese 150 Demo-Websites, die Starter-Packs. Unseren Key-Partner-Link findest du unter dem Video. Falls du das Theme darüber erwirbst, bekommen wir eine kleine Provision, ohne dass sich für dich am Preis etwas ändert. Deine Unterstützung hilft uns dabei, noch mehr solche Testberichte und Tutorials zu produzieren. Vielen Dank! Das Key-Theme selbst lässt sich ganz einfach über den Bereich Design Themes hinzufügen, nach Key-Themes suchen und dann installieren und aktivieren. Danach die Code Essential Add-ons installieren, woraufhin wir hier einen neuen Menüpunkt bekommen, Code Essential Add-ons. In der Lizenzierungs-E-Mail habe ich dann auch noch den Download-Link für die Key Add-ons for Elementor bekommen. Die installieren wir jetzt mal gemeinsam über Plugins installieren, Plugin hochladen, per Drag-and-Drop hier drauf fallen lassen und dann jetzt installieren. Plugin aktivieren. Und jetzt ist das hier auch installiert, noch aktivieren. Vor der Aktivierung sollen wir die Key Add-ons für Elementor noch installieren. Kopieren wir das einfach mal und dann installieren. Hier oben eingefügt und dann können wir diese Add-ons auch nochmal installieren, aktivieren. Und dann unter Plugins, installierte Plugins, können wir auch die Premium-Version für die Free-Version aktivieren. No thanks. Wie du sehen kannst, ist Elementor auch installiert. Hier ist auch der Menüpunkt. Und nur in der Free-Version, weil das ist alles, was wir für das Key-Theme und die Add-ons brauchen. Noch ein wichtiger Hinweis, falls du beim Tutorial folgen möchtest. Ich habe WordPress 6.1 in der Alpha-Version installiert. Du kannst aber gerne die stabile Version von WordPress nutzen. Wir wollen nur immer den Bleeding Edge ausprobieren. Und dann benutze ich auch noch unter Elementor in den Einstellungen, hier bei Experimente, den Flexbox-Container hier unten. Der ist auf aktiv. Wenn du das nicht einschaltest, dann sieht Elementor bei dir beim Erstellen von Zeilen und Spalten etwas anders aus. Deswegen empfehle ich das sehr. Das ist der moderne Weg zu arbeiten, der in Zukunft höchstwahrscheinlich zum Standardweg wird. So sieht das Key-Theme aus mit unserer nackten Seite. Da ist immerhin schon mal das Logo hochgeladen. Jetzt zeige ich dir erstmal, wie unser Beispielprojekt aussehen wird. Vielleicht kennst du es schon aus den vorherigen Videos, die Skate Dogs. Mit einem schönen Hero-Element und den drei großen Buttons zu den Skateboard-Tricks, zweispaltiges Layout mit einem weiteren Hero-Element, nochmal zwei Spalten mit einer Bildergalerie eingebaut, 1, 2, 3, einem Newsletter-Anmeldeformular, der Trainerübersicht, Kontaktformular und ein Testimonial-Karussell, Header und Footer natürlich. Das meiste davon werden wir jetzt mit dem Key-Theme nachbauen und gucken, wie gut das wirklich funktioniert. Und auch, ob es sich gut anfühlt, damit zu arbeiten. Ich habe sowohl die Key-Add-ons für Elementor auf der Registration-Page mit dem Registrierungscode aus der E-Mail registriert. Gleiches auch für den Code Essential Add-ons, der hat auch eine Registration-Page. Und hier war es nochmal notwendig, eine ZIP-Datei unter Plugins zu installieren.
sowohl die Key-Add-ons für den Elementor, die aus einer Free-Version eine Premium-Version machen, als auch die Code Essential Add-ons sind ja auch free und die ZIP-Datei macht dann daraus die Premium-Version. Zuerst werde ich mal das Grundlayout umsetzen, also Header, Footer, Logo-Platzierung und das Menü. Und das passiert normalerweise im Customizer. Und wie du sehen kannst, das Key-Theme bedient sich nicht der Standardfunktionalität von WordPress hier im Customizer, sondern da gehst du bei den Essential Add-ons unter Options in diesen Bereich hier und kannst mit dem Key-Theme eigenen Customizer alles einstellen. Einen eigenen Customizer zur Verfügung zu stellen, hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil des Customizers, der in WordPress eingebaut ist, liegt auf der Hand. Vorgenommene Änderungen werden direkt angezeigt und das Interface, also die Bedienung, ist weitestgehend bekannt. Dieses Interface zum Beispiel muss ich jetzt erst lernen. Wenn ich allerdings hier in Live-Zeit einfach mal durchklicke, dann sieht man auch, wie unglaublich flink dieses Interface ist und das macht natürlich viel mehr Spaß, damit zu arbeiten. Am besten, wir verwenden zwei Fenster nebeneinander, klappen das Menü hier mal ein und probieren einfach mal die Hintergrundfarbe auf eine andere Farbe zu stellen. Save Changes. Und jetzt müssen wir hier rechts aktualisieren. In der Tat, das mittlere Grau wurde hier übernommen. Okay, wir gehen wieder zurück auf Weiß, denn das ist die gewünschte Hintergrundfarbe. Und jetzt können wir uns diese ganzen Optionen, die wir hier haben, einfach mal alle angucken, um uns damit vertraut zu machen. Unter General haben wir erstmal die Einstellung zum Seitenhintergrund und Seitenhintergrundbild. Wie das ausgerichtet ist, wir haben kein Seitenhintergrundbild, deswegen ist das weitestgehend okay. Page Content Padding, den brauchen wir nicht, aber ich kann es mal demonstrieren. Angenommen, wir machen hier 30 und speichern das. Da ist nicht allzu viel passiert, aber hier unten 50 px für den Page Wrapper. Das ist ja der Wrapper, der um die Seite herum geht. Wenn ich dem Padding gebe, dann entsteht hier an der Seite oben und unten drunter Whitespace. Es fällt auf, dass das hier alles wirklich sehr einfach gestaltet ist. Ich kann hier also alle möglichen Werte eintragen, beispielsweise auch 50 EM speichern. Das dürfte deutlich größer sein als 50 px. In der Tat, hier ist deutlich mehr Platz jetzt. Okay, nehmen wir das wieder mal weg. Ausgangszustand, was auch genauso ist, wie wir es brauchen. Hier können wir eine Border für die oder für den Wrapper einstellen und auch in ein Boxed Layout umschalten. Save Changes. Jetzt ist unser Layout boxed. Wenn ich das mal maximiere, dann sehen wir es auch ein bisschen besser. Wir brauchen kein Boxed Layout. Und damit haben wir alle Optionen von hier durch. Logo, da kenne ich schon die Höhe, das ist 100 px. Was ich sehr cool finde, ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, direkt mit SVGs zu arbeiten. Ich habe das Logo jetzt als PNG hochgeladen, aber es ist gut zu wissen, dass ich auch die SVG-Version verwenden könnte. Als nächstes die Schriftarten. Ja, Google Fonts. Und dann möchte ich ganz gerne zwei Fonts benutzen. Im Original habe ich Poppins als Überschriftenschrift und WorkSong für den normalen Fließtext. Unter Font Weights wähle ich mal 400, 700 und als Style Latin aus. Speichern. Damit habe ich alle Fonts voreingestellt, Typografie. Und hier kann ich jetzt die verschiedenen Elemente mit ihrer Schriftart versehen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel für die H1 die Font Family auswähle, dann finde ich ganz, ganz unten Poppins. Dazu musste ich aber tatsächlich erst diese Seite hier neu laden. Nicht weiter schlimm. Versuchen wir mal 48 px. Speichern. Aktualisieren. Ich habe hier rechts mal einen Beitrag geöffnet, der auch die verschiedenen Überschriften hat. Und hier können wir sehen, dass, wenn ich hier mal analysiere, das ist die H2 mit 36 px Poppins und hier ist die H1 mit 48 px Poppins. Ich weiter runter scrolle, hier haben wir auch eine H3, 24 px Poppins. Und das liegt daran, dass ich für die H1 48 eingestellt habe, dann 36, 24, 18 und dann für den Paragraphen 12. Das scheint mir ein bisschen zu klein zu sein. Dann werden wir das mal auf 16 anheben und speichern. Rechts aktualisiert und ja, das ist sehr gut lesbar und 16 px WorkSong. Was die Typografie betrifft, bin ich recht zufrieden. Da können wir dann mal weiter durch die verschiedenen Punkte gehen. Als nächstes am besten mal den Header. Ich habe rechts die Kontaktseite aufgemacht, weil wir haben hier den Header und den Footer. Nur ganz wenig Content in der Mitte, so haben wir die gesamte Seite im Überblick. Hier unten sehen wir auch schon die verschiedenen Layout-Optionen, die wir haben. Zum Beispiel Logo oben in der Mitte, Logo links mit Hamburger Menü. Das ist jetzt gerade ausgewählt. Wir haben das Logo links und rechts oben das Menü. Aber Key kennt natürlich noch kein Menü. Wir müssen erst noch eins auswählen. Damit das Theme tatsächlich weiß, welches Menü das Hauptmenü ist, müssen wir unter Design Menüs, hier haben wir das Menü offen. Es ist das Hauptmenü und dann runterscrollen und hier die Hauptnavigation aktivieren. Speichern. Wo wir gerade hier sind, können wir auch gleich das rechtliches Menü auswählen.
und schauen, ob wir hier zum Beispiel das Menü dem Footer zuweisen können. Können wir hier nicht. Das bedeutet, dass die Konfiguration wahrscheinlich über die Widgets stattfindet. Aber das Hauptmenü haben wir jetzt schon mal zugewiesen. Und wenn ich die rechte Seite jetzt aktualisiere, siehe da, da ist auch schon das Menü. Aktuell noch als Hamburger-Menü. Das liegt daran, dass die Seite hier bei dieser Breite als Mobilversion angezeigt wird. Wenn ich den Browser einmal maximiere, dann sehen wir, dass das Menü tatsächlich ganz normal von links nach rechts auf der rechten Seite ausgerichtet angezeigt wird. Also genauso wie hier unter General Settings eingestellt. Da ich aktuell die Desktop-Version bearbeite, kann ich einfach das Browserfenster ein bisschen größer machen und das hat anscheinend die richtige Breite, sodass wir an der Desktop-Version arbeiten können. Und dann werde ich dieses Fenster noch ein bisschen kleiner machen. So ist richtig. Und du siehst ja hier in WordPress in der Administration, die Breite des Admin-Interfaces ist jetzt auch so schmal, dass wir hier tatsächlich die mobile Version des Layouts haben. Wenn ich das hier breiter mache, dann wird dieses Menü auch irgendwann nach links geschoben oder eingebunden. So ist aber gut, da kann ich mit arbeiten. Und dann können wir mal wieder zurück in den Bereich Header. Hier ist das Original, wir brauchen also dieses helle Blau jetzt für hier oben. Unter Header, etwas weiter unten, haben wir die Background-Farbe. Und da kann ich in dieses Feld die Farbe einfach mal eintragen. Passt. Save und aktualisieren. Ja, super, das sieht schon mal gut aus. Im Original haben wir ein bisschen mehr Platz, aber nicht viel mehr Platz. Mit einer Header-Height von 150px haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz oben und unten. Wenn ich hier runterscrolle, da gibt es noch einige interessante Informationen, die ich hier eintragen kann. Vor allem kann ich noch eine Top-Area aktivieren, also eine Zeile über dem Header oder sogar eine Elementor-Section einbinden, eigenes SVG verwenden oder auch ein eigenes Navigations-Icon. Ich bin soweit zufrieden. Wenn du einen Sticky Header haben möchtest, kannst du unter Scroll Appearance Settings einfach die Header Row auf Sticky setzen. Das sieht dann so aus beim Scrollen. Oder aber du setzt es auf Fixed und dann bleibt der Header oben als Fixed Header. Ich mag die Standardeinstellung. Als nächstes haben wir das Titelelement. Das ist im Original mit der gleichen Farbe hier und ein bisschen fetter und dann mittig ausgerichtet. Also gehen wir mal in den Titel und hier können wir weiter unten die Hintergrundfarbe einstellen. Hier ist unser helles Blau. Speichern und aktualisieren. Und jetzt sieht es schon annähernd so aus wie im Original. Den Titel jetzt noch mittig ausrichten. Das machen wir weiter unten. Center, Save. Jetzt ist er in der Mitte. Im Original ist er noch ein bisschen fetter. Das müssen wir hier unter Typography ändern. Und zwar für das H1 Element. Da wollen wir unter Font Weight Bold 700 haben. Save. In der Tat, jetzt sieht es genauso aus wie im Original. Vielleicht noch ein bisschen das Padding hier unten reduzieren. Im Original ist es ein bisschen weniger, nicht viel, also im Bereich Title. Da habe ich die Höhe auch auf 150 Pixel gestellt und das passt. Jetzt fehlt uns noch das Such-Icon hier rechts daneben. Mal gucken, was uns Search hier bietet. In diesem Bereich hier können wir es nicht einfügen, dann würde es sich im Bereich Widgets befinden. Das ist unter Design Widgets. Und hier kann ich für die verschiedenen Bereiche auch im Header unter Widget Area einfach ein Element hinzufügen. Search, hier steht schon Code Search Opener. Aktualisieren und neu laden. Hier ist auch schon die Suche, wenn ich dann draufklicke, funktioniert, ja. Ein Label daneben brauche ich nicht, dann kann ich das auf No stellen, aktualisieren. Und jetzt habe ich wie gewohnt meine Lupe hier. Wunderbar, das funktioniert. Dann gibt es hier im Original ja noch diesen coolen Underline-Effekt. Den kann man mit Keytheme auch einstellen, und zwar unter Main Menu Settings im Bereich Header. Da müssen wir erstmal ein bisschen runterscrollen und dann die Hover Color. Nehmen wir dieses dunklere Blau und Active Color auf das dunklere Blau stellen und dann weiter unten unter Hover Active Text Decoration Underline und das hier auf Yes speichern, aktualisieren. Und wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, dann habe ich hier auch diesen coolen Effekt. Und damit ist mein Header vollständig. Dann machen wir noch schnell den Footer. Erstmal können wir allgemein den Footer überhaupt aktivieren und dann werden wir ein Top Footer Area in Grid aktivieren und weiter unten können wir eine Bottom Footer Area aktivieren. Das machen wir deswegen, weil wir hier im Original auch zu sehen einen oberen Bereich und einen unteren Bereich haben im Footer. Und dann vielleicht erstmal die Hintergrundfarbe hier unter Background Color einstellen. Das wäre dann hier dieses dunkelgrau-blau. Speichern, aktualisieren. Farbe stimmt schon mal. Das Ganze einmal wiederholen für Bottom Footer Area Styles. Hier die Farbe eingeben. Und jetzt müssen wir nur noch unsere Icons und die Navigation und den Copyright-Hinweis hier unten reinkriegen, so wie es auch im Original ist. Den Text können wir schon mal rauskopieren. Und um hier unten etwas reinzukriegen, brauchen wir wieder Design Widgets. Hier sind die Widgets.
Dann können wir mal ganz nach unten scrollen. Wir sehen hier den Futterkopfbereich, Spalte 1 bis Spalte 6 und Futterfußbereich, Spalte 1 bis 3. Nehmen wir mal die zweite, einen Absatz einfügen und hier den Text zentriert aktualisieren. Hier unten steht ja nun der Text, ist noch nicht mittig, aber wir können schon mal die Farbe vom Text anpassen. Ein Weiß. Jetzt ist der Text weiß. Jetzt müssen wir nur noch mittig ausrichten. Den Text selbst haben wir in diese Widget Area reingepackt. In den Futterfußbereich Spalte 2. In den Optionen können wir die Anzahl der Elemente, die in den Futter reingepackt werden, hier oben anpassen. Oben sind es 4, das können wir direkt mal auf 2 ändern. Und bei Bottom Futter ändere ich das mal auf 1. Content Alignment auf Center. Speichern und aktualisieren. Und jetzt ist der Futter hier unten weg, also der Copyright-Hinweis. Das liegt natürlich daran, dass wir nur noch eine Spalte haben und der Text ist jetzt in Spalte 2. Kopieren und hier oben einfügen. Ist jetzt hier oben eingefügt, dann brauchen wir den hier unten nicht mehr. Entfernt, aktualisieren, aktualisiert. Und wenn wir runterscrollen, hier ist es tatsächlich jetzt in der Mitte, weil wir nur noch eine Widget Area haben. Für den Kopfbereich im Futter, also hier, habe ich ja zwei Spalten aktiviert. Spalte 1 sind aktuell diese Links hier integriert. Die brauche ich nicht, das kann ich alles entfernen. Hier brauche ich nur eine Überschrift für Folge uns und dann die Social Icons. Hier sind die Social Icons. Iconfarbe ist unser helles Blau. Perfekt. Können wir mal aktualisieren. Ha, das sind die Icons, aber wir müssen natürlich auch die Links hinzufügen. Also Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nochmal aktualisieren. Und hier sind die Icons. Hier noch schnell auf nur Logos umgestellt und jetzt sind die Icons auch so wie im Original. Fast identisch. Dann machen wir gleich noch die Überschrift ein bisschen was kleiner und den Abstand oben ebenfalls. Versuchen wir für die Überschrift mal eine H4 und fett. Und jetzt noch gleich in den Kopfbereich in Spalte 2 das Menü. Ein Navigationsmenü und als Menü rechtliches aktualisieren. Dann müssten wir hier das Menü haben, ja. Zurück in den Optionen können wir bei Widgets Skin statt Default auf White gehen. Und dann werden auch die Links hier weiß. Wo wir gerade dabei sind, der Abstand hier oben ist ja noch ein bisschen weit. Unter Top Footer Area Styles können wir das Padding Top auf 20px stellen, speichern, aktualisieren. Und siehe da, das kommt dem Original doch schon sehr nah. Ist dir übrigens aufgefallen, dass man manchmal 20px schreiben muss und manchmal muss man nur die Zahl reinschreiben? Das ist nicht gerade sehr durchgängig. Dann haben wir noch die Border hier oben. Man kann sie kaum erkennen, aber da ist eine tatsächlich. Das ist im unteren Bereich. Top Border Color, Top Border Width. Können wir einfach mal auf 0 stellen. Und verschwindet sie dann? Ja, weg ist sie. Also im Vergleich zum Original, bei dem wir lediglich diese Links hier nebeneinander stehen haben, ist das das Einzige, was uns jetzt noch fehlt. Ich konnte hier im Theme oder im Bereich der Widgets nichts finden, was mir dabei weiterhilft. Ich könnte natürlich einfach eigenes CSS hierfür zur Verfügung stellen. Ansonsten würde ich sagen, können wir einfach weitermachen. Das ist nagenau mal Original und wir haben jetzt den Header und den Futterbereich fertig. Können uns jetzt endlich darum kümmern, was hier in der Mitte alles stehen wird. Vor allem natürlich um unsere Startseite. Die Startseite sieht im Original folgendermaßen aus. Wir haben hier dieses Hero-Bild mit der Box und fangen wir einfach damit mal an und gehen dann Schritt für Schritt weiter durch. Hier unter Seiten haben wir die Startseite und die werden wir mit Elementor bearbeiten. Hier sehen wir aktuell nicht sonderlich viel. Ich muss das auch mal größer machen, damit wir hier ordentlich mitarbeiten können. Diese Elemente nehmen wir einfach mal raus und fangen dann von vorne an. Aber halt, bevor wir wirklich loslegen, da wollen wir uns doch erstmal angucken, was wir hier im Zusammenhang mit den Key-Add-ons for Elementor bekommen haben. Hier gibt es ja die Widgets-Unterseite. Und hier haben wir die Möglichkeit, die Widgets, die wir brauchen oder nicht brauchen, an- und abzuschalten. Und es ist eine ganz schöne Menge, die wir hier haben. Wir haben ja nur die Elementor-Free-Version und dadurch, dass wir jetzt hier mal runterscrollen können, dadurch, dass wir die Key-Add-ons lizenziert haben, bekommen wir all das zusätzlich. Und brauchen dann auch nicht unbedingt die Elementor Pro-Version. Obwohl ich persönlich, ich würde die Pro-Version immer empfehlen. Da sind halt auch ein paar nette Sachen drin, die so kein anderes Theme hat. Die Kombination macht's, glaube ich, die ist so richtig powerful. Ja, ich scroll mal schnell hier durch. Akkordeons, Banner, Blockquotes, Buttons. Und wir werden natürlich jetzt so oft wie möglich von denen hier Gebrauch machen. Ja, Bildergalerien. Okay, fangen wir mal an. Wie immer, es geht los mit dem Container. Es dreht sich alles um den Container.
Der Container beinhaltet alles und dann wollen wir mal die volle Breite nutzen und unter Stil, Standardstil und dann das Bild verwenden. Die Kumpels, die hier rumsitzen, das fügen wir mal ein. Und dann brauchen wir die Box in der Mitte. Mal schauen, ob uns Key hier irgendwas gibt. Aber ich denke, das ist auch getan mit dem normalen Texteditor. Mal schauen. Ja, ich habe ein paar Sachen ausprobiert und Call to Action ist eigentlich ganz gut dazu geeignet. Hier haben wir einen Titel und einen Paragraphen und einen Button. Ist mal ein bisschen was anderes. Ich habe heute Lust, ein bisschen zu experimentieren. Also beginnen wir hier mit dem Element und dem Stil. Hintergrundtyp machen wir einfach eine Farbe und zwar schwarz und halbdurchsichtig. So passt's. Der Title-Tag sollte eher H2 sein. Und er erweitert dann die Breite nicht auf 100, sagen wir mal auf 50%. Damit müssen wir ein bisschen experimentieren, vielleicht sogar 60. In die Mitte damit. Dann hier oben unter Margin die Verknüpfung aufheben und versuchen wir es mal mit 400, 400. So, 400, 400. Und was haben wir hier? Ja, das sieht ja schon mal super aus. Wir brauchen für das Container-Element hier, in dem das Hintergrundbild abgelegt ist, auch noch eine Überlagerung. Hintergrundtyp normal und dann schwarz und halbtransparent. Perfekt. Bis jetzt haben wir immer runde Ecken verwendet. So, der Text ist jetzt auch hier drin. Ich konnte den Text hier oben einfügen, musste aber ein bisschen HTML verwenden hier mit den BR-Elementen, um den Text so zu gestalten. Das ist jetzt nicht super komfortabel, aber es hat geklappt. Und das Zweite ist, es gibt keine Möglichkeiten, die Ecken hier in dieser Box rund zu kriegen. Dieses Call-to-Action-Widget hat einige Funktionalität, gerade was die Buttons betrifft. Aber sind jetzt auch nur dafür gedacht, so wirklich einfachst möglichen Call-to-Actions hinzubekommen. Ohne runde Ecken. Hier sind Beispiele. Wenn wir hier mal durchscrollen, dann sieht man, wie diese Call-to-Actions aussehen sollen. Also einfach immer nur ein einfacher Satz und der Button. Das ist jetzt okay. Wir missbrauchen den Call-to-Action mit unseren komplexen Layout-Anforderungen, wenn wir hier runde Ecken haben wollen. Nicht weiter schlimm. Vielleicht hier noch Kurse buchen reinschreiben mit so einem kleinen Pfeil. Und wir müssen natürlich noch unsere Buttonfarbe richtig einstellen. Hier bei Button, vielmehr bei Stil und da Button Style. Background Color, dieses Blau, Text dann weiß. Und bei Hover das dunklere Blau. Und jetzt müsste es im Prinzip stimmen. Hier oben ist jetzt noch dieser Platz, der wird tatsächlich durch das, ja, durch das Body-Element erzeugt. Der Container, wo alle anderen Container drin sind. Und hier können wir in den Optionen unter General etwas runterscrollen. Und hier ist das Page Content Padding. Wenn wir hier einfach mal 0 eintragen und speichern und vielleicht hier auch mal speichern und dann aktualisieren, dann schmiegt sich dieser Container direkt unter den Header. Und das ist genauso, wie wir das brauchen. Ach so, zu den runden Ecken. Ich könnte jetzt natürlich einfach einen Container nehmen und quasi um dieses Element legen und diesem Container dann den Hintergrund und die runden Ecken geben. Aber das wäre ja Fuschen. Es wäre eine technische Lösung. Würde das HTML aber komplexer machen und das sehe ich nicht ein. Ich finde, vielmehr sollte man dem Hersteller hier einen Feature Request schicken, dass der das erlaubt. Da siehst du also, mit welchen Kleinigkeiten man sich manchmal bei den verschiedenen Themes rumärgern muss. Und diese Kleinigkeiten machen es letztendlich aus. Es ist nicht so, als wäre es schwierig, die runden Ecken hinzubekommen. CSS wäre noch eine zweite Möglichkeit. Aber es ist halt einfach das Feeling, was sich einstellt, weil man ja im Interface zum Beispiel nach einer Funktion sucht und selbst eine Viertelstunde später, die du jetzt gar nicht mitbekommen hast, diese Funktion immer noch nicht finden konntest. Nächstes Element. Wir machen nochmal hier einen Container, eine Zeile. Und ich weiß schon, wir brauchen hier eine Überschrift. Als nächstes brauchen wir eine Standardüberschrift. Die können wir hier reinfallen lassen. Das sind die Top 10 Skateboard-Tricks und die Überschrift mittig ausrichten. Hier. Und von oben 200 Pixel Margin. Links und rechts brauchen wir keinen. Unten wahrscheinlich auch eher 40. Und wer aufgepasst hat, dem fällt vielleicht auf, dass jetzt hier die Überschrift hellblau ist. Warum? Wir haben ja hier in den Optionen von Key unter General Typography eingestellt, dass die Überschriften die Font Family Poppins haben und die Farbe, ja, fast schwarz ist das. 3x19. Wenn wir mit Elementor arbeiten, dann benutzt Elementor allerdings seine eigenen Vorlagen und Standardwerte. Die müssen wir hier drüber verändern und dann hier an den Website-Einstellungen. Bei den globalen Schriftarten haben wir hier bei Primary Poppins, sekundäre können wir im Prinzip auch Poppins reinschreiben. So, Poppins. Und dann bei Text, Works on, alles weit richtig. Und dann bei Typografie.
Hier haben wir die Farben definiert für H1, H2, H3, H4. Und hier können wir die Farben nochmal neu einstellen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch kein 19, 19, 19, 19, beziehungsweise dreimal die 19. Das ist ja schon relativ nah dran, aber wir können auch die Farben hier verwalten und diese Farbe einfach mal auf 3x19 einstellen. So, jetzt haben wir hier das Schwarz, können das auch fast schwarz nennen. Und jetzt hier zurückgehen und unter Typografie die Farbe für die H1 hier oben auf. Die Farbe hier hat sich noch nicht geändert. Unter Stil ist die Textfarbe immer noch auf Primary. Wir können sie jetzt entweder auf fast schwarz umstellen oder aber die Primärfarbe umstellen. Das können wir gerne mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja auch besser, die Akzentfarbe auf das Hellblau zu setzen und dann die Primärfarbe 3x die 19. Änderungen speichern. Und in der Tat, jetzt ist die Überschrift in unserem fast schwarz. Im Original haben wir hier unten drunter eine Blockmatrix. Das ist dann bei den Key-Add-ons die Blocklist. Die füge ich auch mal hier ein. Und siehe da, hier sind bereits die verschiedenen Beiträge. Hier unten bei Query können wir dann die Anzahl der Beiträge einschränken. Wir wollen ja nur 3 Stück. Und unter Layout brauchen wir die Überschrift als H2. Das ist der Link. Können auch mal H3 ausprobieren. Ja, das sieht besser aus. Show Button und alles andere auf No. Die Werte hier habe ich alle abgeschaltet. Jetzt noch schnell die Sortierreihenfolge ändern. Und dann sieht es schon fast aus wie im Original. Hier fehlt nur noch der Button. Also, wir fügen noch einen Button ein und schauen, ob uns Key hier die Auswahl gibt. Es gibt einmal einen Button und einen Info-Button und einen Premium-Button. Den werden wir natürlich ausprobieren. So sieht der Premium-Button aus. Da kann ich mir jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen, aber das Coole bei Key, muss ich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Themes ist, dass hier unten unter Help immer dieser Link Widget Showcase drin steht. So kann man sich dann angucken, was man mit dem Widget tatsächlich alles anfangen kann. Und dann schauen wir uns mal an, was wir hier geboten bekommen. Also es gibt hier SVG-Buttons. Man kann also eine SVG-Shape einfügen oder auch einen Kreis. Gradienten für die Buttons und verschiedene Hover-Effekte. Effekt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ich habe online mir zum Spaß mal bei Pattern Monster ein Pattern generiert. Hier die Skate-Rollen ganz wild. Und ja, yeah, wow. Das ist wirklich ein Premium-Button. Würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, es reicht vollkommen aus, wenn wir vielleicht kein SVG, vielleicht einen Gradienten. So, erstmal den Text anpassen, alle Tricks anschauen und dann unter Stil. Ja, diese Farbe gefällt mir im Prinzip auch nicht so gut. Vielleicht den Button erstmal nach rechts ausrichten, Flex End. Oben ein bisschen was Platz, 40px. Da können wir dann hier unter Gradient Style die Farben auch noch ein bisschen abändern. Nehmen wir unsere beiden Buttonfarben. Jetzt ist es blau. So, hier ist ein spannender Effekt. Hier oben das hellere Blau und darunter das dunklere Blau. Beides auf 50% und dann haben wir hier diese Trennung in der Mitte. Harter Gradient, aber das gefällt mir ganz gut. Jetzt noch die Schrift auf Fett und die Farbe auf Weiß. Ah, wow. Das ist ja mal ein fetter Button. Okay, speichern. Und ist er besser als der Original-Button? Geschmackssache, würde ich sagen. Als Hover-Effekt habe ich für die Schriftfarbe das helle Blau eingestellt. Also wenn wir mit der Maus drüber fahren, dann ganz dezenter Effekt. Und ganz zum Schluss brauchen wir nur noch die URL hier eintippen. Der Button geht auf das Block, genau auf die Blockseite. Und fertig. Unser nächstes Element, das zweispaltige Layout mit dem Text. Den Container und das Bild habe ich schon eingefügt. Die Hintergrundüberlagerung können wir auch mal direkt einstellen. Deckkraft 0,5 passt. Und jetzt habe ich hier vergessen, die zwei Spalten einzufügen. Gute Gelegenheit, um zu demonstrieren, wie das funktioniert. Ich kann hier unten einfach einen neuen Container erstellen und dann diese Spalten hier anfassen und da reinziehen. Und die andere Spalte auch hier anfassen und dann kann ich mir die Location genau aussuchen. Ich muss hier genau daneben. Und jetzt habe ich zwei Spalten, die nebeneinander sind und kann hier dann den normalen Texteditor reinfallen lassen. Direkt noch ein zweites Mal. Den Text habe ich schon im Zwischenspeicher. Auch den hier kopieren und dort einfügen. So, jetzt ist der Text schon mal drin. Und jetzt brauchen wir für diesen Container hier ebenfalls einen Hintergrund. Nehmen wir unser fast schwarz. Hier noch ein bisschen runtergehen bis auf 7a. Das können wir mal rauskopieren. Oder noch einfacher, rechte Maustaste kopieren und dann hier anklicken und rechte Maustaste Stil einfügen. Ach ja, wir brauchen auch noch ein bisschen was Padding. 25 von oben und unten und 50 für rechts und links. Direkt nochmal den Stil einfügen. Und da wir oben auf die runden Ecken verzichtet haben, verzichten wir hier einfach auch mal drauf. Das war es im Prinzip schon. Wenn wir hier in der Vorschau mal runterscrollen, das sieht schon wirklich toll aus. Und da können wir direkt zum nächsten Element.
nochmal zwei Spalten mit dieser Galerie. Und wir brauchen hier unten drunter nur die Überschrift. Nicht ganz richtig, wir brauchen wieder ein zweispaltiges Layout. Diesmal machen wir es richtig. Dann können wir einfach die Überschrift nehmen und hier reinfallen lassen. Hier am Bleistift anfassen und dann hier auf die linke Seite. Die beiden oberen Container brauchen wir dann nicht mehr. In dem Container geben wir ein bisschen was Platz von oben. 200, aber nur von oben und unten. Und diese Box bekommt eine Hintergrundfarbe, klassisch von hellgrau. Das wäre die hier. Überschrift ist Cursor. Und wir brauchen hier natürlich auch ein bisschen was Padding. 25, 50. Auf der rechten Seite den Texteditor. Und hier mit Copy und Paste den Text einfügen. Das Padding auf der rechten Seite brauchen wir ja auch. Wir können einfach mal hier kopieren und den Stil einfügen. Das wird natürlich dazu führen, dass wir hier auch einen grauen Hintergrund haben. Den nehmen wir wieder weg. Jetzt ist der Hintergrund weg. Und den Text ein bisschen einziehen, hier auch. Und dann wollen wir hier auf der linken Seite mal die Galerie ausprobieren. Mal schauen, was wir da beim Key Theme finden. Da gibt es also wirklich eine Menge Zeug. Eine Pinterest-Galerie, Masonry. Was wir brauchen, ist eine simple Galerie, nur eine Zeile davon. Also hier unter Kurse fallen lassen. Bilder auswählen. Nehmen wir 1, 2, 3. Einfügen. Einfügen. Die Bilder haben jetzt noch ihre eigenen Dimensionen. Und wenn ich möchte, dass die im Prinzip ein bisschen eingekroppt werden, sodass die Bilder hier gleichmäßig aussehen, dann kann ich zum Beispiel hier auf Image Properties gehen und Thumbnail auswählen. Und jetzt sieht es gleichmäßig aus. Seltsamerweise eine andere Einstellung funktioniert nicht. Also beispielsweise würde ich ja erwarten, dass Square auch funktioniert. Tut es aber nicht. Und Portrait sollte ja eine gute Alternative sein. Dann sollte das mittlere Bild als Portrait angezeigt werden. Es ist aber möglich, dass ich zum Beispiel hier einen eigenen Wert eintippe. Bei 100x100 wird das Bild auch, glaube ich, ein bisschen runterskaliert. Man sieht, dass das die Qualität hier ein bisschen leidet. Und bei 300x300 oder 200x200, da ist die Qualität definitiv etwas besser. Also ich kann mal einen eigenen Porträtmodus hier machen, indem ich einfach 100 und 200 eingebe. Oder sagen wir 200 und 300. Und das sieht jetzt genauso aus, wie ich mir das vorstelle. Wir können hier auf der rechten Seite aber auch noch ein bisschen genauer vorgehen, indem wir beispielsweise mal eine Überschrift einfügen, hier oben. Denn der Font sieht hier nach dem Copy und Paste nicht mehr genauso aus, wie ich mir das wünschen würde. Schon besser. Und das hier ist ja eine Iconliste eigentlich im Original. So eine Iconliste haben wir bestimmt auch. Hier ist die Standard-Iconliste, aber wir wollen natürlich die aus dem Key-Theme benutzen. Also Icon with Text. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Overkill, weil hier kann ich wirklich komplette Boxen mit Icons und Buttons gestalten. Wir können das hier an den ganzen Optionen sehen, die zur Verfügung stehen. Aber ich probiere es einfach mal aus. Ich musste ein bisschen rumtricksen, aber es funktioniert. Wir können als erstes mal das Icon raussuchen. Das ist der Circle. Einfügen. Und dann brauchen wir unter Content hier oben als Titel diese Zeile hier. Den Text können wir einfach löschen. Und bei Button. Leider kann ich hier nicht deaktivieren, aber ich kann den Text hier entfernen und dann verschwindet auch der Button. Jetzt nur noch unter Stil den Text auf P stellen, also den Title Tag. Theoretisch kann ich auch die gesamte Typografie bestimmen, aber das ist mal okay so. Und jetzt dieses Element einfach duplizieren und nochmal den Text noch anpassen. Und das war's. Eine etwas kompliziert gestaltete Eigenliste, aber immerhin sieht sie korrekt aus. Ich würde aber dennoch empfehlen, einfach als Element die Standard-Icon-Liste zu nehmen von Elementor, das reicht auch. Dann brauchen wir noch eine Kopie der Terminüberschrift und diesen Text hier unten, den können wir einfach mal entfernen. Das ist dann die Camps-Überschrift und im Navigator können wir die Überschrift einfach nach unten ziehen, ein zurück und fertig. Stattdessen habe ich Formidable Forms installiert. Das ist der Testsieger unseres Tests, in dem wir 4 Formular-Plugins getestet haben. Sehr zu empfehlen. Schau dir das mal auf der Website an und hier im YouTube-Kanal. Ich habe also das Formidable-Plugin installiert und hier Formulare erstellt. Einmal das einfache Newsletter-Formular und zum anderen ein Kontaktformular, wie wir es gleich brauchen werden. Und dann unter Einstellungen, damit wir sehen können, wie das Key-Theme die Formularfelder anzeigt, habe ich hier jeweils unter Styling und Buttons bei der Style-Vorlage Formidable Styling nicht verwenden ausgewählt. Jetzt können wir also hingehen und erstmal einen Container definieren. Wie gehabt unter Stil Hintergrundbild. In der Vorlage haben wir dieses hier mit dem Briefkasten. 400 Pixel Platz oben und unten, das heißt rechts und links 0. Hier natürlich meinte ich Padding. So, 400 oben und unten. Und jetzt kann ich hier in der Mitte draufklicken, nochmal nach Form suchen und das Formidable Formular reinfallen lassen. Und hier
das Newsletter-Formular auswählen. Bei Optionen dann definieren, ob ich den Titel zum Beispiel auch angezeigt haben möchte, die Beschreibung. Brauche ich aber im Prinzip nicht, das möchte ich ja von Hand regeln. Ich muss jetzt nur dafür sorgen, dass das Formular die richtige Breite hat. Am besten individuell und dann, ich würde sagen, ungefähr Breite von 60%. Und dann wollen wir das Ganze mittig ausrichten. Dazu müssen wir hier im darüberliegenden Element unter Layout die Elemente erstmal zentrieren. Ich denke, es ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen viel Platz. Hier mal Margin auf 0 setzen und dann denke, brauche ich nur ungefähr 200. Ich bin jetzt mal hier in der Vorschau und da sehen wir, dass wir den Text immer noch in Schwarz haben. Wir brauchen den in Weiß und das machen wir jetzt nicht in Elementor, sondern einmal in den Optionen, in den Code Essential Add-ons Optionen. Und zwar haben wir hier die Label Styles. Das können wir einfach mal auf Weiß setzen. Die Fokusfarbe würde ich vorschlagen, auch auf Weiß zu setzen, speichern und dann aktualisieren wir mal. Und siehe da, der Text ist jetzt auch tatsächlich in Weiß. Wenn das Feld aktiviert ist, dann ist aber der Rahmen immer noch schwarz. Dazu wollen wir die Border Focus Color auch auf Weiß setzen, speichern, aktualisieren. Und wenn wir jetzt reinklicken, dann bleibt das alles auf Weiß. Und ich würde sagen, zu Layout-Zwecken reicht das jetzt aus. Im Backend sieht das Ganze jetzt so aus. Der Eingabeschlüssel, der wird nicht angezeigt. Wie man hier sieht, und jetzt muss ich nur noch den Text oben und unten einfügen. Huch, was ist da passiert? Das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um Flexbox nochmal zu erklären. Ich habe jetzt hier mehrere Felder nebeneinander eingefügt. Das ging gar nicht anders. Man konnte sie nicht übereinander oder so einfügen. Und das hat einfach damit zu tun, dass, naja, Flexbox egal ist, wie die Reihenfolge der Elemente ist und ich kann sie einfach frei bestimmen, indem ich das darüber liegende Element anklicke und dann hier auf Elemente gehe. Und jetzt habe ich ja hier als Direction Row angegeben. Das heißt, die Elemente werden seitlich eingefügt und wenn ich auf Column klicke, dann werden sie untereinander eingefügt. Wenn ich möchte, dass sie in der Mitte ausgerichtet werden, dann klicke ich darauf. Und jetzt muss ich nur noch dieses Element nach ganz unten ziehen. Und fertig. Und jetzt brauche ich natürlich noch die schwarze Box oder die halbtransparente Box. Dazu werde ich hier nochmal einen Container bemühen müssen. Den packe ich mal hier rein. Und jetzt muss hier alles in den Container verschoben werden. Braucht ein wenig Geschick, aber es funktioniert. So, die Überschrift kommt ganz oben hin. Das Formular hier hin. Und die beiden Textboxen noch vertauschen. Jetzt geben wir erstmal dem inneren Container eine Hintergrundfarbe von Schwarz mit halber Transparenz. So. Hier wollen wir dann auch ein bisschen Platz von der Seite haben. Und von oben unten, beziehungsweise rechts links. Den Text hier zentriert, Paragraph auch. Und das hier unten auch. Und es wäre wahrscheinlich besser und einfacher gewesen. Ich hätte einfach dieses Element ausgewählt und dann unter Layout alles mittig ausgerichtet. So. Jetzt sieht es genau richtig aus. Bis auf den Hover-Effekt, da sollte eigentlich eine andere Farbe angezeigt werden. Ist aber sonst alles in Ordnung. Und man sieht hier klar einen kleinen Nachteil. Und zwar, wenn die Formularfunktion nicht in das Theme eingebaut ist, wie das zum Beispiel bei Cadence der Fall ist, dann muss man eine Drittlösung verwenden, was jetzt kein besonders großes Problem ist. Aber der Workflow ist dann doch schon ein anderer. Und man muss teilweise entweder mit individuellem CSS arbeiten oder eine andere Lösung finden. Denn ich habe ja jetzt für das Formular eingestellt, dass die Felder hier weiß angezeigt werden. Im Original-Layout oder auf der Originalseite gibt es aber auch noch dieses Formular hier. Und bei diesem Formular ist die Schrift wiederum dunkel. In den Optionen habe ich jetzt allerdings global eingestellt, dass die Labelfelder und so weiter weiß oder hell sein sollen. Und das beißt sich jetzt natürlich. Es gibt natürlich Lösungen dafür, zum Beispiel kann ich das Layout auch einfach über Formidable einstellen, aber ich habe keine volle Kontrolle vom Theme aus gesehen über das genaue Layout, Farbenschriften etc. der Formularfelder. Und das bezieht sich nicht nur auf das Formular-Plugin, sondern gilt im Prinzip für jedes andere Plugin. Unser bisheriger Favorit, Cadence, hat das alles eingebaut, ist allerdings auch teilweise doppelt oder dreimal so teuer. Genau das ist der Tausch, den man eingeht in Bezug auf Komfort und Workflow und Preis. Dieses Video wird jetzt hier schon sehr lang, deswegen kürzen wir ein bisschen und lassen diese beiden Elemente mal weg. Die Testimonial Box, die machen wir aber jetzt noch. Mal direkt mal den Text rauskopieren und dann hier nach unten scrollen.
Neues Widget. Direction Column ist okay. Dann hier, wie immer, von oben und unten ein wenig Platz. 200 müssten reichen. Mal sehen, was uns Key Theme für Testimonial-Funktionalität liefert. Es gibt einzelne Testimonials und ein Testimonial-Karussell. Und das ist genau das, was wir suchen. Oh ja, das ist natürlich sehr schön. Können wir den Navigator mal zumachen. Das animiert auch. Also es geht seitlich, es scrollt seitlich. Slider Autoplay mache ich jetzt mal zum Bearbeiten auf No. Und es gibt wirklich sehr viele Optionen. Schauen wir erstmal unter General. Da werde ich mal die Felder hier alle ausfüllen. So, ich habe 4 Items hier angelegt. Jeweils den Text ausgefüllt, das Bild hochgeladen. Und man kann jetzt auch einmal rüberklicken. Und dann fängt es wieder von vorne an, so wie man es erwarten würde. Als Hintergrundfarbe unsere Akzentfarbe, das helle Blau. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Also speichern und dann ein letztes Mal aktualisieren, durchscrollen und siehe da, die Startseite ist fertig. Und auch die Testimonials sind sichtbar. Auf der Über-uns-Seite und auf allen Seiten, auf denen hauptsächlich eine Überschrift und ja, viel Text stehen, haben wir noch 2 Problemchen. Und zwar erstens ist der Abstand jetzt vom Text zum Header oder zum Titel, der könnte ruhig ein bisschen größer sein. Und die Textspalte ist sehr breit, das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Falls du dich erinnern kannst, der Abstand vom Text zum Titel, also der Abstand zwischen diesen beiden Elementen, ist tatsächlich der oder das Padding im inneren Content-Element. Und das können wir hier in den Optionen mit Page Content Padding beeinflussen. Das Problem ist jetzt, wenn ich das zum Beispiel auf, sagen wir mal, 50px0, also oben und unten 50 Pixel stelle und dann aktualisiere, dann sieht es hier richtig aus und auch unten haben wir jetzt ein bisschen Platz, das ist genau richtig. Aber auf der Startseite haben wir den Platz jetzt auch. Oben stört er natürlich, unten ist er jetzt nicht ganz so schlimm. Da die Startseite aber eine individuell gestaltete Seite ist, würde ich vorschlagen, hier dann eine Ausnahme zu definieren. Und das machen wir dann, indem wir einfach auf Seite bearbeiten gehen. Und jetzt können wir ja individuelle Einstellungen vornehmen und hier weiter runter scrollen, Page Content Padding hier auf 0 stellen, aktualisieren und schon ist die Lücke hier oben weg und auch unten in diesem Fall. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass die Content-Spalte hier ein bisschen breit ist. Auch hier kann ich in den Optionen etwas weiter unten bei Initial Width of Content steht hier 1300 Pixel, also das ist sehr breit. Ich würde vorschlagen, das so eng wie möglich zu machen. Speichern, aktualisieren. Und jetzt ist der Content auch in einer viel besser passenderen, engeren Spalte. Perfekt. Wir müssen nicht alle Seiten fertig ausfüllen, aber ich denke, eine Seite ist noch besonders wichtig und das wäre das Block. Denn das Block ist ja auch von der Startseite aus verlinkt und zwar hier unten. Alle Tricks anschauen, geht auf die verschiedenen Blogbeiträge. Und das hier wäre die Blog-Übersichtsseite, die können wir einfach mal mit Elementor bearbeiten. Das obere Element brauchen wir hier nicht. Dann suchen wir einfach mal nach Blog. Hier haben wir die Blocklist Premium, das hört sich doch wunderbar an. Und siehe da, hier ist unsere Blocklist. Unter Query können wir dann auch direkt die Reihenfolge abändern. Trick 1 bis. Unter Layout würde ich vorschlagen ja, H3, damit es schön fett ist. Hier unter General können wir auch Same Height einstellen. Wir sehen ja hier, dadurch, dass es hier unterschiedliche Höhen gibt, sieht das vielleicht nicht ganz so optimal aus. Wenn wir jetzt hier Yes einstellen, dann haben wir die gleiche Höhe. Am besten auch noch die Bilder, so wie eben schon auf Custom. Versuchen wir es mal mit 200 zu 200. 300 zu 200 sieht tatsächlich gut aus. Wie kann das sein? Wir haben ja nur 800 Pixel in der Breite. Das wären ja dann 900 plus der Abstand. Aber das Theme scheint hier die Größe automatisch anzupassen, deswegen passt das sehr gut. Unter Layout nehme ich jetzt noch ein paar Daten weg, die brauchen wir in diesem Fall nicht. Autor, Kategorie brauchen wir nicht, das ist genauso, wie wir es haben wollen. Also speichern. Und so sieht unsere Blog-Übersichtsseite jetzt aus. Gehen wir einfach mal auf einen Trick. Hier sind wir auf Trick 5. Wir haben hier das Titelelement, aber dann trotzdem noch den Titel hier, Datum und die Kategorie. Das Bild hier oben geht nicht über die gesamte Breite aktuell. Eine Kommentarbox und die verwandten Posts. Ich würde sagen, das brauchen wir in unserem Fall nicht. Alles andere kann so bleiben. Ich würde sagen, das können wir versuchen zu eliminieren. Und das Bild, vielleicht kriegen wir das auf die ganze Breite gezogen. Ich möchte dir hier nochmal zeigen, wie ich das damals mit Cadence gemacht habe. Das sieht, finde ich, sehr professionell aus. Wir haben hier oben im Titelbereich tatsächlich den Titel drin. Und dann dieses Bild hier als großes Hintergrundbild. Dann hier die Content-Box und weiter unten vor, zurück, das Kommentarfeld und fertig. Das ist schon sehr professionell.
Und jetzt gucken wir mal, wie viele Optionen wir hier beim Key-Theme bekommen. Beim Key-Theme lässt sich das auch alles über die Optionen regeln. Wir haben hier unten den Bereich Block und hier können wir einige allgemeine Einstellungen vornehmen. Also zum Beispiel, ob allgemein das Datum und die Kategorie versteckt werden sollte. In den Block Listeneinstellungen können im Prinzip alle Einstellungen vorgenommen werden, die auch in dem Widget vorhanden sind. Wir haben ja jetzt eine Seite erstellt und dort das Widget implementiert. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit über die Einstellungen und dort unter Lesen Beitragsseite eine der Beitragsseiten auszuwählen, zum Beispiel die Startseite, die dann als Blogseite fungiert. Das haben wir in unserem Fall ja nicht so, das haben wir manuell und mit dem Widget gelöst. Uns interessiert mehr, welche Einstellungen unter Block Single möglich sind. Und hier sehen wir beispielsweise die Related Posts, die brauchen wir nicht. Wie die Posts ausgerichtet sind, Left ist richtig. Dann haben wir die Möglichkeit an der Seite und am Title zusätzliches Padding vorzunehmen, den Platz zwischen den Sektionen zu bestimmen und Informationen zum Author Style zu definieren. Und das war's schon. Mit anderen Worten, wir können gar nicht hier oben weitere Meta-Informationen platzieren oder das Bild vergrößern, allgemein für alle Bilder, sondern müssen uns im Prinzip mit dem, wie das hier aussieht, zufrieden geben. Das hier unten, das können wir deaktivieren. Ich aktualisiere mal. Und dann sind die auch verschwunden. Ja, das ist leider alles, was wir hier machen können. Mit anderen Worten, das Key-Theme legt jetzt nicht den größten Wert darauf, die Blocksektion so fein und detailliert wie möglich gestalten zu können. Es gibt für die Post-Infos noch ein paar Typografie-Einstellungen, aber das war es dann auch schon. Auch ein Blick in die Feature-Liste bestätigt, dass es diese Möglichkeiten nicht gibt. Es gibt zwar sehr viele Möglichkeiten, aber die Flexibilität, die zum Beispiel hier ein Cadence bietet, gibt es bei Key nicht. Das Key-Theme ist ja von Code Interactive und die haben einiges an Themes, also zum Beispiel auch Blog- und Magazin-spezialisierte Themes, wie dieses Soja zum Beispiel, wenn wir uns das mal angucken, da sieht man auch, das sind eher auf Magazine ausgelegte Themes. Hier haben wir dann zum Beispiel einen einzelnen Blogpost und hier scheint es dann auch mehr Möglichkeiten zu geben bei der Gestaltung. Das Key-Theme selbst kann auch Blogposts, aber das ist nicht die ausgemachte Stärke vom Key-Theme sozusagen. Vielleicht ist die übermäßige Konfigurierbarkeit ja auch ein Nachteil, wenn man sich nämlich die Demos anguckt vom Key-Theme. Also die Sites, die man kostenlos oder auch nur im Premium bekommt. Also bei Premium hast du ja Zugriff auf diese drei, die habe ich mal aufgemacht. Die sehen wirklich ziemlich cool aus. Das ist die Übersichtsseite und das wäre jetzt ein Blogpost. Und hier sieht man auch, dass man im Prinzip nicht so viel konfigurieren kann oder muss auch, sondern es gibt nur den Kopfbereich und dann fängt der Post mit dem Bild an. Es gibt die Möglichkeit, eine Sidebar einzublenden. Auch beim nächsten Beispiel ist das so, wenn wir hier mal runterscrollen, da habe ich auch einen Blogpost aufgemacht. Hier, some days are much better than others. Und wir haben hier auch im Prinzip nur den Header und das Datum und die Überschrift und dann geht es mit dem Bild weiter. Sieht auch sehr ordentlich aus. Hier ist noch eine Site oder ein Blog-Theme für Rezepte. Lecker, da kriegt direkt Hunger. Und hier sehen wir auch, dass es im Prinzip nur den Kopfbereich gibt und darunter geht es in zwei Spalten weiter. Also Key-Theme hat hier eben nicht die totale Flexibilität. Mit ein bisschen Kreativität lässt sich aber doch einiges erreichen. Du hast gerade zugeschaut, wie ich unser Beispielprojekt mit dem Key-Theme umgesetzt habe. Bis auf ein paar Kleinigkeiten hat alles wunderbar funktioniert. Und wenn ich die besten Features rausheben möchte aus dem Key-Theme, dann sind das zum einen die sehr umfangreiche Sammlung an Key-Add-ons für Elementor. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, das ist die bisher umfangreichste Sammlung, die ich gesehen habe. Die ist auch noch umfangreicher als OceanWP. Und es gibt hier wirklich ein paar herausragende kleine Module, die man so nur schwer woanders findet oder gar nicht woanders findet. Ein Hover-Aware-Slider, Intro-Swipe-Images, die Premium-Buttons, exotisch, aber damit kann man sich vielleicht auch designtechnisch von anderen etwas abheben. Die haben mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und dann gibt es noch die Code-Essential-Add-ons. Das ist im Prinzip das Admin-Interface, womit man auch weitgehend Kontrolle über die Möglichkeiten und die Layouts hat. Und der große Vorteil ist hier, dass es wirklich sehr schnell geht, hier hinten durchzuklicken. Aber ob das wirklich ein Vorteil ist? Das hier funktioniert sehr schnell, aber gleichzeitig muss man auch ständig auf Seite aktualisieren drücken, um sich anzugucken, wie die Änderung letztendlich aussieht. Ich persönlich finde das hier ein bisschen übersichtlicher oder netter gemacht als den Standard WordPress Customizer. Dann gibt es natürlich auf der Website für alle Premium-Abonnenten
150 Key-Theme-Demos. Wenn du mal nicht weißt, genau in welche Richtung das Layout gehen soll oder ein bisschen Inspiration brauchst, dann ist das natürlich auch eine super Möglichkeit, mit dem Layout und Design deiner Website erstmal anzufangen, würde ich sagen. Ja, und die Pricing Plans sind ja auch super easy, zwei Stück, 49 oder 79 Dollar jährlich. Ich persönlich würde dazu neigen, weil hier hast du wirklich alles drin, sowohl das Theme und die Add-ons. Wenn 150 Dollar jährlich allerdings kein Problem für dich sind, dann schau dir auf jeden Fall auch nochmal das Review zu Cadence WP an. Da hast du immerhin den Vorteil, dass auch Formulare und so weiter direkt mit Cadence gestaltet werden können. Der Workflow war für mich bis jetzt da immer noch am flüssigsten. Cadence hat jedoch nicht so viel Auswahl, was die Starter-Packs betrifft. Wie du siehst, das perfekte Theme gibt es nicht. Und deswegen machen wir für dich ja auch immer diese ausführlichen Tutorials, damit du genau sehen kannst, wie das Theme in der Praxis tatsächlich funktioniert. Okay, wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Da kommt sicher in Zukunft noch mehr raus. Ja, und unten in der Description findest du unseren Partnerlink zu Key. Falls du das Theme darüber erwirbst, bekommen wir eine kleine Provision, ohne dass sich für dich am Preis etwas ändert, wie immer. Und mit deiner Unterstützung können wir in Zukunft noch mehr solche Testberichte und Tutorials produzieren. Vielen Dank dafür. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Sascha out.